Für mich ist natürlich die Modelllösung eigentlich das Beste, was passieren kann, weil ich bekomme auf eine Gemeinde, wie wir es hier im Bieter sind, ein pfannenfertiges Produkt. Am Seifi schätze ich die Einfachheit eigentlich am besten. Es ist sehr schön visualisiert, es ist einfach zu bedienen. Es ist auch logisch zu bedienen. Also man findet sich sehr schnell zu Schlag, auch wenn man nicht am Anfang eine Schulung hatte. Die Wohnung Gemeinde Bieterle hat aktuell 4.985 Einwohner, die hier bei uns im schönen Seeland wohnen. Und wir sind doch ein grosser Arbeitgeber, also mit dem Lehrpersonal sind es rund 150 Personen. Und als Bauverwalter bin ich verantwortlich für die Sicherheit von unseren Mitarbeitern und vor allem auch für die von mir von der Abteilung, die nicht nur im Büro arbeiten. Wir sind ein Arbeitgeber wie ein KMU oder andere Firmen auch, genau gleich. Wir sind genau gleich verantwortlich für die. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich das Gemeinden vielleicht nicht ganz so bewusst sind oder vielleicht noch nicht so bewusst sind. Die Berufsunfälle, die wir hatten, sind eigentlich nicht schwerwiegende Verletzungen, aber solche, die langwierig gehen. Also, wir hatten es jetzt eben mit Misstritten, wo die Mitarbeiter 2-3 Monate ausfallen und dann halt einfach spezialisierte Mitarbeiter. Also, wenn ein Werkhof-Mitarbeiter im Winter ausfällt, haben wir ein Problem im Winterdienst. Ich habe einen Arbeitskollegen von einer anderen Gemeinde, den ich mit ihm regelmässig austausche, der mich das Thema Sicherheit eigentlich auch sehr interessiert. Er hat mir eigentlich den Tipp gegeben, mich mal bei der Firma Lobsiger zu melden. Ich habe das dann noch gemacht und gesagt, dass ich einen Kurs anbiete, der mich interessiert. Und so ist der Kontakt entstanden. Wir haben dann zusammen mit der Firma Lobsiger Erstbegehungen durchgeführt, mal die ganze Gemeinde aufgenommen und eigentlich auch die volle Unterstützung von der Geschäftsleitung, wie natürlich auch vom Gemeinderat. Und sind dann so auf die Modelllösung gekommen von Firma Lobsiger. Für mich ist natürlich die Modelllösung eigentlich das Beste, was passieren kann, weil ich bekomme auf eine Gemeinde, wie wir es hier im Bieter sind, ein pfannenfertiges Produkt. Mit Vorlagen, mit Checklisten. Ich muss es nicht selber erarbeiten. Einerseits habe ich das Wissen nicht dazu, das alles selber zu erarbeiten. Und natürlich auch die Ressourcen nicht, und vor allem die zeitlichen nicht. Und mit dieser Modelllösung bekomme ich eigentlich ein Produkt, das auf uns zugeschnitten ist als Gemeinde, als Einwohnergemeinde, und die eigentlich so eins zu eins übernehmen und kann umsetzen. Mit der Firma Lobsiger habe ich ein Produkt gefunden mit dem Seifli, wo mir das Ganze digitalisiert, also die Modelllösung auf den Bildschirm bringt für die Umsetzung. Für uns als Gemeinde und für mich als Verantwortlicher ist eigentlich der grosse Vorteil, ich habe den Gesamtüberblick. Wir haben dann die Gemeinde eigentlich in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Also wir haben Liegenschaften für Verwaltung, Liegenschaften für Schule, Freizeit, sprich öffentliche Plätze, Spielplätze, dann aber auch die Infrastruktur für Energieversorgung, also Trafostationen etc. haben wir da drinnen aufgenommen, haben dann die verantwortlichen Personen definiert, wer drinnen welche rechnet und wer vor allem auch verantwortlich ist für die Umsetzungen, haben dann in der zweiten Phase alle Geräte aufnehmen, also wir haben jetzt im Werkhof sämtliche Geräte, die eine Gefährdung geben können, Maschinen, Fahrzeuge, haben wir da drinnen aufgenommen. Das war am Anfang ein grosser Aufwand gewesen, aber jetzt ist es super, wir haben einen kompletten Überblick, auch visualisiert. Ich kann eigentlich mit wenigen Klicks sehen, wo dass wir Pendenzen haben, ich sehe, was erledigt ist worden mit den Rückmeldungen und ich muss eigentlich nicht immer rausgehen, das alles nachkontrollieren, ob sie es gemacht haben, sondern ich sehe das alles vom Büro aus. Und das ist für mich ein riesen Vorteil. Am Seifi schätze ich die Einfachheit eigentlich am besten. Es ist sehr schön visualisiert, es ist einfach zu bedienen. Es ist auch logisch zu bedienen. Also man findet sich sehr schnell zu Schlag, auch wenn man nicht am Anfang eine Schulung hatte. Also ich habe mich relativ schnell drin den Schlag gefunden. Und es ist webbasiert, ich brauche nicht irgendwie eine Software, wo ich muss darum schauen, kümmern, dass Updates kommen oder weiss nicht was. Also, und ich kann es von überall aus bedienen. Also ich kann es von daheim aus, ich kann es auf dem Arbeitsweg, in der Freizeit bedienen. Und das schätze ich extrem, ja. Ja, am Anfang braucht es ein bisschen Überzeugungskraft, aber die habe ich. Und wenn sie nachher gesehen haben, dass es so einfach aufgebaut ist und einfach zum Handeln ist und sie auch sehen, dass wir einen Mehrwert davon generieren können, dann haben wir es schnell gefunden, ja. Was eigentlich noch erstaunlich ist, dass die Mitarbeiter, die damit arbeiten, dass sie es eigentlich eben visuell sehen, was man aufgenommen hat. Also sie sehen den Mängel oder sie sehen Pendenz.
natürlich auch, wenn du es mobile kannst machen kannst. Also, wenn du unterwegs bist, ich bin viel, wo ich auch hier wohne, unterwegs und sehe natürlich so Sachen. Und dann sehe ich es gerade und kann es für mich aufnehmen und habe es dann am Morgen auch gerade parat. Und das ist super. Ja. Also, mein oberstes Ziel als Verantwortlicher ist klar, ich will, dass meinen Mitarbeitern nichts passiert. Ich will, dass die gesungen am Abend heimkommen, wie aber auch die Bevölkerung, die die öffentlichen Sachen benutzen. Ich will nicht müssen verantwortlich sein, wenn es einen Unfall gibt, den wir hätten verhindern können, wenn man es gewusst hätte. Das ist mein oberstes Ziel. Sicher das Organisatorische auch. Bis heute war es nie ganz klar gewesen, wer ist jetzt eigentlich für was zuständig. Und für mich ist eigentlich klar, es braucht einen Auftrag und einen Chef dazu, der zu dem schauen kann. Und das habe ich mit dieser Lösung jetzt.